hier auch noch ein schräger. Nummer 7, zack. Genau, so, passt das dann. Dann kann der da unten weg. Und der oben gesetzt werden. 3. Zack. Zack. Und der muss auch weg hier. Passt sonst nicht. Und hier oben dann einfach gerade sitzen. Gibt es sowas in gerade auch? Nein, doch. Vertikal. So, so, so. Und so, so. Was hier auch neu gebacken, ja. Und hier noch ein? Nein, gut. Dann halt so. Zack, zack. Ist das eine Art Gitter? So, zack. Cool. So. Und das ist so gewählt, dass man hier nicht direkt raus sieht, aber runter dann. Naja, wie man es haben möchte, gern, gell? Dann machen wir hier so. So. Und versuchen wir hier nochmal einzusetzen. Jetzt. Geht noch immer nicht, das heißt, wenn wir hier oben nochmal versuchen, einen wegkriegen. Irgendwie. Und dann die Nummer 8. Jetzt kann man einsetzen, gut. Dann. So. Gut. Dann hier. Kriegen wir hier noch einen rein? 8. Das lassen wir aber dann. Hier oben wäre natürlich noch interessant gewesen, aber es geht leider auch nicht. Heißt, das müssen wir dann so lassen. Und hier kommt dann dafür der da rein. Und hier noch dicht gemacht. So, so. Und noch geschweißt. Hier kommt halt natürlich dann der Schräge hoch. Jetzt mal gucken, wie habe ich das da drüben gemacht? Habe ich schon eingesetzt. Also haben wir das schon so gemacht, dass wir da eingesetzt haben. Da wir deinen nächsten platzieren können. Und so. Zack. Damit das da auch ein bisschen funktioniert. So, ja, genau. Wobei, wenn die ein bisschen anders wären, würde mir das besser gefallen. Mal gucken. So. So, sind ja nur zwei Reihen im Sinne. Das war die Nummer 6 hier. Das wird den dann nicht so. Kann man das invertiert auch irgendwie? Window. So. Nein, ich möchte das gerne irgendwie anders haben. So, genau, aber. So, genau, so wollte ich das haben. Jetzt haben wir's. Maus wieder richten hier. Mauspad so. Und. Na komm. So und. Hallo, da. Zack. Na komm, zack und zack. Jetzt wieder schweißen. So. Schaut schon besser aus. Zumindest so besser, wie ich es mir denke. Ja,
läuft. Und jetzt ist die Frage, hier würde ich dann gerne so machen, dass hierzu sozusagen ein Eingang von draußen gibt. Dass man hier von draußen reinkommt, dass man nur wissen, wo am besten wir das machen. Nummer 3, hier raus einfach mal. Da sind wir schon. Gut, dass wir das so irgendwie haben. Und da haben wir ja so Tor. Da findet man sicher irgendeine gute Tür. So. So, ne. So. Da wäre natürlich so eine schräge Tür besser gewesen. So, aber das gibt es wahrscheinlich nicht. Nee, schaut nicht so aus. Das ist doof, aber naja. Bulletglas, Steel, oh Gott, da brauchen wir alles mögliche. So, da brauchen wir das Glas. Nein, nicht das Glas. Andere Glas, das andere. Das haben wir gar nicht mehr. Das ist Bulletproof Glas, oder wie sich das nennt. Stein. Das hier. Wir brauchen dann Entered, also eigentlich alles. Das. Achso, wir haben mal nicht Platz. Gut, dann tun wir das weg. Das. Und dann das. Wird schon passen. Hier hoch. Es ist schade, der Eingang hätte hier anders ein bisschen besser hingepasst, aber jetzt muss ich dazu machen. So, genau, so ein bisschen versteckt. Mal gucken, ob wir jetzt alles da haben. Nein. Was ist keine Stahlplatten? Was sind da jetzt von mir? Dann will ich sagen, dass wir keine Stahlplatten haben. Oh Gott, Gott. Alle Stahlplatten weggeschmissen schon. Jetzt aber. Nein, Display fehlt den trotzdem noch. Ich dachte, das brauchen wir nicht. Display. Jetzt wird schon langsam da. So. Gut, und jetzt müssen wir aber trotzdem die Blöcke irgendwie platzieren hier. So. Und dann nochmal so. Ups, mal gucken, ob wir da. Irgendwie so. Ah, na, hier müssen wir einen ganzen platzieren, aber beziehungsweise hier oben nicht. Aber hier unten müssen wir ganz platzieren. Damit das ein bisschen ordentlich aussieht hier. So. Da könnte man auch einen Schrägen platzieren. Mal gucken, da gibt es ja diesen komischen Schrägen hier. So. Den hier hin platziert und hier hin platzieren so mal. Schauen wir das aus dann. Lass mal schweißen hier. So. Dann können wir nämlich hier auch einen Schrägen hin platzieren. So an. Und hier hinten rein auch einen Schrägen. Sieh mal. So ein, genau. Und so. Und hier oben ist auch ein Block hin. Und zwar ein Fünfer. Nein, das war eine Tür. Wo sind die jetzt? Gott, oh Gott, oh Gott. Soll ich da irgendwo eine Tür platziert? Ich weiß nicht wo. Mal gucken gehen. Wahrscheinlich sieht man sie innen. So. Da ist sie gut. Sieht man. Weil sie abreißen. So. Da hinten noch einen Block platzieren. So, wollte ich das machen. So.